Sehr nett von dir, wirklich nett. Sie nickt wieder, ihr Kopf bewegt sich im Rhythmus einer schläfrigen Kadenz. Don't know where he dallies these days, but someone in Stalwart could tell us. People from little villages, they always know. Ich weiß nicht, wo er sich herumteilt, aber irgendjemand in Stalwart weiß es bestimmt. In diesen Käfern ist das immer so. Ihre schwarzen Augen kratzen gegen ihre Augenhöhlen, als sie dich anblickt. Das ist alles. Großes Abenteuer hinzugefügt. Oh, lass mich raten, jetzt kriegen wir keine Story-Quests mehr, sondern nur noch so große und kleine Abenteuer. Nur Kupferstücke und durchschnittlicher Gegenstand. Schicken wir trotzdem mal Sagani los. Any luck with Durgan's battery? Alles Erfolg mit Durgans Batterie. Weißt du, wo ich Harmke finde? Probably out in the Russet Wood, chopping timber. Vermutlich im Rotwald beim Holzfällen. Sie muss halt die Teufelin von Karok. Die Metalle im Missgeburt hat ihr Klau tief in dein Fleisch gehauen. Da was kann nichts Gutes entstehen, Wächterin. Why do you want to know? Warum willst du das wissen? Sie hebt deine Augenbraue. Reine Neugier. Ein Freund hat mich gefragt. Well, if you don't find him, just check back later. Nur wenn du ihn nicht findest, komm einfach später wieder. What's on your mind? Was hast du auf dem Herzen? Leb wohl. I'm here. Something else you need? Jemand hat mir gesagt, dass Harmke auf einer Lichtung im Rotwald arbeitet, westlich der Stadt. Da müssen wir eh nochmal hin, oder? Langsichtfälle. Ja. Da die Alt-Dünnröth-Jagdgesellschaft. Ich spreche diesen Namen immer falsch. Wahrscheinlich, weil es auch der Dürrwald ist und nicht der Durwald. Also Dürrwald, Dürrfort. Deswegen sage ich auch immer Dünnrothstraße statt Dunnrothstraße. Absolutely. So. Does everyone else see that Kraken? Welchen Kraken? Was ist eigentlich hier drin? Dann nochmal Rastvorräte. Zawa is ready. What do you need of Zawa? Okay. Welcher Kraken, bitte? I'm here. Das wollte ich nicht. Dann gehen wir mal in Tains Haus. I'd be glad to. Got to speak up? My hearing ain't what it was. Du musst lauter sprechen, meine Ohren sind nicht mehr die besten. Ihre Seele lesen. Du spürst, wie ihre Essenz summt und brummt. Eine weitere Persönlichkeit mit eigenen Erinnerungen schlummert in ihrer Seele und wirft sich hin und her wie in einem unruhigen Schlaf. Die Konturen dieser schlummernden Seele sind scharf, gezackt. Als du nach der Seele greifen willst, packt sie dich grob. Du stehst in einem abgedunkelten Festsaal. Robuste Tische und Bänke wurden vor der Tür am anderen Ende des Raumes gestapelt. Du weißt, dass es nicht reichen wird. Ein paar Dutzend anderer Zwerge aus deiner Bergbaumannschaft warten mit dir. In den zitternden Händen halten sie Schaufeln und Picken. Sinove, please. If we go now, we can get behind the barricade. We won't do any good here. Ein Mann dreht sich zu dir um. Sinove, bitte, wenn wir jetzt gehen, können wir hinter die Barrikaden gelangen. Hier helfen wir nichts. Er hat recht und du hörst im leisen Gemurmel der anderen, dass sie ihm zustimmen. Aber Waffenwächterin Marun hat dir befohlen, hier die Stellung zu halten. Im ansteigenden Gemurmel hörst du jedoch erste Töne einer Meuterei. Du hast euren Gehorsam noch nie geduldet und das wirst du auch heute nicht. Du hebst deine Picke und schlägst sie dem Mann in den Schädel. Er bricht zusammen und die anderen verstummen. Der beißende Gestank von Urin steigt von seiner Leiche auf. Das sind tolle Zwerge. We're gonna go down fighting. Anyone who feels differently can settle it with me right now. Wir werden kämpfen. Wer anderer Meinung ist, darf es gerne mit mir ausdiskutieren.
Deine Stimme ist heiser, weil du stundenlang Befehle geplärrt hast, aber niemand rührt sich. Sie alle blicken im flackernden Schein der Fackeln zu Boden. Etwas knallt gegen die Tür. Die anderen heben ihre Waffen, Piken, Schaufeln und ein paar Schwerter. Sie wagen es aber nicht zusammenzuzucken. Dein eigener Puls hämmert gegen deine Schläfen. Du ziehst dich aus, Du ziehst dich aus Teneas Seele zurück, aber du spürst, wie Zenovas Zorn und Wildheit immer noch an dir zehren. Ihre Essenz bäumt sich auf, wehrt sich gegen einen unsichtbaren Feind. Zenova ist mächtig, aber auch gefährlich. Ihr Zorn hat sie an alte und bedrohliche Erinnerungen gefesselt. Du überlegst, dass du noch andere Seelen erwecken könntest. Tene aber scheint sich all das nicht bewusst zu sein. Sie blinzelt dich mit milchigen Augen gelassen an. Ich habe einen unmittelbaren Nachfahren eines Zwerges aus Dungans Batterie gefunden. Ich könnte diese Person jetzt erwecken und in Stalwart weiter nach einem anderen Kandidaten suchen. Mhm. Ja, und das ist Dungans Batterie. Gut, gehen wir weiter gucken. Es muss ja noch vielleicht noch jemand Besseren geben als einen sturen Schlechter. Und dass jetzt dieser armen alten Frau noch anzutun, wäre auch nicht gerade das Netteste. Dörfler. Hier drin vielleicht noch jemanden. Also nee, hier sind nur Fischer. Ich dachte, dass eine ganze Weile niemand zur Fischerei kommen würde, aber das ist wohl halt das einzig Richtige. Einfach weitermachen wie gewöhnlich. Kann ich dir etwas bringen? Im Augenblick nicht, danke. Ja, ich hätte jetzt noch die Händlerin, aber bei der glaube ich es irgendwie nicht. Die ist ja eigentlich nur eine Fremde hier in Stalwart. Dörflerin. Ach, hier stand Isa. Ach, wäre Ulrich nur vernünftig wie du. Der Bursche hat nur Unsinn im Kopf. Was war hier drin? Ah, Fische. I hope you've had some luck. And do take care with that device. It has a few rather delicate components. Ich hoffe, du hattest Glück und passt gut auf dieses Gerät auf. Es besitzt einige sehr empfindliche Komponenten. Ich habe keine Erzablagerung gefunden, aber das hier. What? So it works? What a day! But why these gems? I didn't think the device would be able to pick up inert Audra. Fascinating. Was? Es funktioniert also. Was für ein Tag. Aber warum diese Edelsteine? Ich dachte nicht, dass das Gerät reges Audra aufspürt. Faszinierend. I have to study this further. But all the same, it worked! At last, a breakthrough! With that Audra to work from, I can refine the enchantments. We'll be digging up iron, gold, Audra, all of it! Ich muss dem weiter nachgehen, aber es hat funktioniert. Endlich ein Durchbruch. Von diesem Audra ausgehen kann ich die Verzauberung verfeinern. Wir graben Eisen aus, Gold, Audra einfach alles. Ich helfe doch gerne. This is going to change everything. Oh, and I won't leave you empty-handed, of course. Here,
I had this set aside for supplies, but I don't think I'll be staying in Stalwart much longer. Das ist das alles. Ach, und du sollst natürlich nicht mit leeren Händen dastehen. Hier, das ist mein Vorratsgeld. Ich werde nicht mehr lange in Stalwart bleiben. I won't forget all you've done for me. They'll hear about this back home, I promise you. Who knows? Perhaps they'll name the next battery after you. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Man wird zwar Hause davon hören, das verspreche ich dir. Wer weiß, vielleicht benennen sie die nächste Batterie nach dir. Heilige Instrumente ist abgeschlossen. Ja. Ist das Erzaufspürgerät, hat mich zu einer Erzader geführt. Aber ich habe einige weiße... Hat mich nicht zu einer Erzader geführt, aber ich habe einige weiße Adra-Edelsteine gefunden. Ich habe sie Ista gegeben als Beweis, dass ihr Gerät funktioniert. Sie war hoch erfreut, dass sie mit ihrer Forschung auf dem richtigen Weg ist. So, hier drin wohnt ja niemand mehr. Habe ich gerade, was habe ich eigentlich von Renegild bekommen? Habe ich irgendwas bekommen? Ah, das ist nur der Sturmrufer und das kann hier rein. Nee, da ist das besser. Und dann gucken wir mal das Zauberbuch. Da ist auch nichts Besonderes drin. Also nee, der Tempel steht leer. Good. What did you say? Nothing. That's what I like about you. Beg your pardon? You don't talk much. Nett. Die Teufelin fragt, was hast du gesagt? Darauf Alof, nichts. Die Teufelin wieder, das gefällt mir so an dir. Alof, Verzeihung? Du redest nicht viel. Ja, warte mal ab, bis seine bessere Hälfte mal wieder hervorkommt. Wie läuft das Geschäft? Also nichts Neues. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch hier den Jäger, den wir interviewen können. Natürlich den Jäger und seinen Sohn. Und das war's dann. Außer ich habe irgendjemanden übersehen, aber eigentlich nicht. Welcome. What can we do for you? Willkommen, was können wir für dich tun? Seine Seele lesen. Tyriks Seele ist ein lebhaftes, stures Ding. Als du mit deinem Sinn danach greifst, siehst du, wie dein Atem in der Luft kondensiert. Du sitzt auf der Kuppe eines Hügels und überblickst den Bergpass unter dir. Der Himmel ist klar, deine Felle schützen dich gegen die Gebirgskälte. Appa, ein Kind, kaum alt genug zum Laufen, wankt fröhlich glucksend auf dich zu. Er deutet auf die Elchherde, die durch den Fluss wartet. Du lächelst stolz. Die Vision verschwindet und mit ihr die Freude, die in dir aufgestiegen ist. Reue liegt schwer in deiner Brust. Sie verlässt dich erst, als die Vision vollkommen verblasst ist. Father wants me to stay inside for a time. I don't think I can face anyone just yet. Vater will, dass ich eine Weile hier drin bleibe. Das ist mir auch ganz recht. Gut, dann werde ich jetzt erst einmal die beiden Sidequests machen. Oder halt die Kopfgeldjäger-Quests und den Holzfäller suchen. Vielleicht hat der Holzfäller ja noch eine Seele.
die ich glotzen kann. Wäre ja auch passend. Der nächste Ausgang wäre eigentlich der hier hoch zur Batterie. Oh, warte, es gibt ja noch jemanden. Also mindestens eine Person, nämlich die eine Frau hier drin. Stimmt, die habe ich auch ganz vergessen. Wenn man dem Metallmonster die Gelegenheit dazu bietet, tötet es einen im Schlaf. Mhm. Also sie hier meine ich. Hello, sir. Anything I can do for you? Hallo, kann ich etwas für dich tun? Weggehen. Okay, in ihre Seele kann ich nicht blicken.